Hier kommt ein Paket angerumpelt mit dem Elektrolastenrad über Paderborner Kopfsteinpflaster. Und hier in Köln kommt ein Wocheneinkauf aus dem Online-Supermarkt. Rewe schickt die Lebensmittel neuerdings per Fahrrad zum Kunden. Nur zwei Beispiele von vielen. Denn so soll es nicht weitergehen. Lieferautos, die im Minutentakt in die Wohnviertel rauschen, die uns den Amazon-Einkauf bringen, aber auch Nachschub für den Kühlschrank und Getränkekisten. Man bestellt schon eigentlich so gut wie alles im Internet, das schon. Auch vor Corona. Also manchmal ist es so, dass derselbe Lieferdienst mit zwei Fahrzeugen bei uns auftaucht am selben Tag. Studien sagen, die bequemen Lieferungen bis an die Haustür könnten sich in den nächsten 10 Jahren noch verdoppeln. Dann wird es soweit kommen, dass wir einen Kollaps haben in den Innenstädten, dass sich die Fahrzeuge selber blockieren, die Straßen werden unsicherer, der CO2-Ausstoß wird gewisse Grenzen überschreiten, die nicht mehr zumutbar sind. Deshalb probieren immer mehr Firmen, ob sie die Lieferung auch anders hinkriegen, mit weniger Abgasen. Katharina Quer fährt im Auftrag von Rewe. Sie hat Tiefkühlpizza geladen, Salat, Toast, Aufschnitt. Es ist eine ihrer ersten Touren. Das Ganze ist ein Modellversuch. Es ist einfach ein bisschen entspannter, weil ich relativ schnell auch zu den Kunden dann komme und nicht so riesen Umwege fahren muss. Und ja, am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich noch so ein bisschen Angst gehabt, dass ich dann irgendwie nie eine Parklücke finde und mich immer als Hindernis quasi auf die Straße stellen müsste. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Fahren muss sie oft auf der Straße. Radwege gibt's hier in Köln kaum. Und parken? Auf dem Bürgersteig. Meistens aber nur für eine Minute. Bezahlt sind die Sachen ja schon. Wie bei dieser WG. Hallo. Hallo, Rewe Lieferservice. Vielen Dank. Eine Kiste Kölsch plus 9 Tüten bekommt die WG. Das Fahrrad mit dem großen Kofferraum gucken sich die Kunden gleich mal genauer an. Sie hatten mit einem Auto gerechnet. Da kann man so durchschauen, da sind so ungekühlte Lebensmittel drin. Und dann habe ich hier diese Styroporkisten, Tiefkühlware. Ich finde es super, jetzt kann man mit noch besserem Gewissen bestellen, weil ich zweimal mein Handicap, dass die mit dem Auto kommen. Vom Imagefaktor her also top. Aber im Detail ist es gar nicht so einfach, Lebensmittel mit dem Fahrrad zu liefern. Wir begleiten Katharina zum Depot, ein ehemaliges Autohaus in Köln-Ehrenfeld. Morgens kommen hier die Lastwagen aus der Zentrale an. Die Kisten für die einzelnen Kunden sind schon fertig gepackt. 4 Einkäufe nehmen die Fahrer jeweils mit. Der Rest muss warten und mit viel Aufwand gekühlt werden, bis er dran ist. Das geht mit dem Auto einfacher. Man muss sich das so vorstellen, dass wir auf den meisten Transportern ein Kühlaggregat haben, was dafür sorgt, dass die Temperatur im Koffer eine gewisse Gradzahl hat. Auf dem Fahrrad haben wir das natürlich nicht. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise im Hochsommer bei 40, 50 Grad ausliefer, habe ich eine ganz andere Anforderung an das Kühlmittel. Also ich muss gegebenenfalls mehr Gelpacks dazu parken, mehr autarktische Platten oder mehr Trockeneis. Rewe will jetzt erstmal ausprobieren, wie groß der ökologische Vorteil ist, wie schnell die Radfahrer liefern können und wie oft es Pannen gibt. Also wenn ich mir was wünschen könnte, hätte ich natürlich 100% zuverlässige Lastenfahrräder, die niemals ausfallen, niemals einen Platten haben, wo niemals eine Kette reißt. Aber wir sehen immer noch, dass die leider immer noch häufig ausfallen. Wenn wir das alles behoben haben, dann wird das Ganze eine runde Sache. Nicht nur Rewe experimentiert mit Lastenrädern, auch viele Paketdienste stellen sich um. DPD, Hermes, DHL, UPS, GLS, alle haben Pilotprojekte laufen. Denn in der Paketbranche ist der Druck groß. Die Zahl der Pakete hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt auf 3,9 Milliarden Pakete. Besonders weit ist UPS. So sieht es zum Beispiel neuerdings in Paderborn aus. Ein Anhänger mit Paketen wird morgens am Rand der Innenstadt abgestellt. Er dient den Tag über als sogenanntes Mikrodepot. Paketbote Sebastian Ludwig belädt hier sein elektrisches Dreirad. Er nimmt immer nur einen Teil der Pakete mit, wegen des Gewichts. Die Tour plant er genau vor. Dass ich das schon in Reihenfolge ins Fahrrad packe einigermaßen, dass ich nicht so viel umräumen muss. Es geht schneller, als wenn es durcheinander liegt. 150 Pakete schafft er am Tag. Bis vor wenigen Wochen ist er noch mit dem 3,5-Tonner gefahren. Der Fahrradboom schafft also auch neue Berufsbilder. Ja, die ersten 2 Tage hat man halt den Sitz gemerkt, was ungewohnt war. Mit der Po tat weh oder ein bisschen am Rücken.
Aber da hat man sich dran gewöhnt. In mehr als 30 Städten liefert UPS so aus. Einen Lagerraum oder wenigstens einen Stellplatz für einen Anhänger zu finden, ist allerdings nicht leicht, sagt Andreas Kruse, Handelsexperte vom EHI Retail Institut. Die Herausforderung, vor der die Händler stehen, ist einfach, wenn sie sich denn diesem Weg verschreiben und Mikrodepots aufbauen wollen, dann ja bitte wo? Ja, also die Fläche ist begrenzt, sie ist eng, sie ist anderweitig genutzt. Wenn, dann müssen wir von einer Umwidmung reden. Das heißt, von der Verkaufsfläche hin in die Lagerfläche. Da muss man genau gucken, welche Flächen eignen sich dafür und sind auch verfügbar. Und auch gegebenenfalls Bürofläche dafür zu nutzen. Klar ist also, die Städte müssen sich verändern, damit die Idee funktioniert. Mehr Radwege wären wichtig. Die Lieferdienste müssten sich vielleicht auch zusammenschließen, um Depots und Fahrzeuge gemeinsam zu nutzen. Dann könnten langfristig noch ganz andere Visionen wahr werden, zum Beispiel der sogenannte Duck Train, erfunden in Aachen. Bis zu 4 Anhänger folgen einem Fahrrad. Kontaktlos, per Funksignal, wie im Entenmarsch. Erste Tests laufen schon. In 5 Jahren könnte das Gefährt auf der Straße sein.